Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Und wir haben mittlerweile Patch Nummer 8 am Start, denn der kam jetzt raus. Und das ist natürlich ganz, ganz interessant für mich oder für viele andere. Denn was hat sich getan bei der Version 1.06490? Ja. Zum einen gab es ein Upgrade auf die Unity 5.5 Engine, zum anderen gab es eine allgemeine Optimierung für den Speicherverbrauch und die Leistung. KI für Zimmerbrand, der wurde ebenfalls verbessert, der Löschvorgang und Zielen durch die KI wurde überarbeitet. Die Fahrzeug-KI wurde überarbeitet und wurden Fehler behoben. DLK-KI-Steuerung wurde verbessert. War auch immer noch mal gespannt. Dann haben wir, das gibt es aber allerdings nur in der Beta, da könnte man sich jetzt wieder drum streiten, ob es gut ist. Ich bin nach wie vor der Meinung, sie hätten das erstmal hinten anstehen lassen sollen. Den Multiplayer, der hat nun nahezu alle Interaktionen bis auf den DLK-Ausleger und die sind nun netzwerkfähig. Ich werde es testen mit dem guten Stefan, auf jeden Fall. Wir werden es testen, da werden wir mal schauen, ob das wirklich funktioniert. Absturz behoben beim Beenden eines Auftrages. Fehler beim Ablegen von Objekten durch die KI wurde behoben. Kollisionsgeometrie für Wegfindung wurde verbessert. Die Kollision zwischen Figuren und einigen Weltobjekten wurde entfernt. KI-Fehler wurde behoben, wenn eine Figur versuchte, ein Feuer ohne Löcher zu bekämpfen. Hatte ich noch gar nicht. Oh, okay. Ebenfalls ein KI-Fehler. Trennen von Schlauchverbindungen, das wurde ebenfalls behoben und die KI-Fahrzeuge werden auf die Straße zurückgesetzt, wenn keine gültigen Straßeninformationen gefunden wurden. Neue UI-Elemente für Steuerung des DLKs und Ausweichen von KI-Figuren verbessert sowie LKW-Brandauftrag überarbeitet. So, das sind die Patch-Notes für den Patch Nummer 8. Ich habe jetzt gerade allerdings wieder einen kleinen Patch runtergeladen, also so 100 Megabyte. Also ich vermute mal stark, dass da ein schneller Hotfix noch hochgeladen worden ist. Das heißt, erstes mache ich mal den Browser zu hier. Den brauche ich jetzt ja beim besten Willen nicht mehr. Dann zack, mal ein bisschen hier meinen OBS größer ziehen. Dann muss ich mal ganz kurz, Moment. Mein Mikrofon. Etwas richten. So, jetzt können wir loslegen. Ja, wir haben natürlich jetzt keinen Speicherstand mehr, sondern wir müssen natürlich jetzt wieder neu anfangen. Ganz klar. So, und dementsprechend legen wir los, würde ich sagen. Ne? Dementsprechend legen wir los. Wir haben einen Abfallcontainerbrand und die FPS-Probleme wurden noch nicht gefixt. Außer sie wären jetzt gemacht worden, gefixt worden. Also, wir haben es gestreamt am... Ich weiß gar nicht mehr, wann haben wir gestreamt? Am Montag, glaube ich. Ich glaube, es war Montag. Ich glaube, es war wirklich Montag. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Weil ich so verpeilt bin heute. Keine Ahnung. Ich glaube, es war Montag auf jeden Fall. Da haben wir gestreamt. Ich glaube, auch so locker 2 Stunden Notruf. Und da haben wir festgestellt, dass die FPS-Probleme nach wie vor da sind. Die sind immer noch nicht gefixt. Und ich habe auch ein bisschen dazu meine Meinung mal kundgegeben. Ist ein bisschen ärgerlich, ne? Ja, es bremst jetzt nicht meinen Spielspaß oder so. Das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Alter, echt. Solche Vollhonks gibt es auch hier im Real Life. Muss man sich mal vorstellen, ja? Also es bremst jetzt nicht meinen Spielspaß oder so, um Gottes Willen. Es ist einfach nur nervig. Meine Meinung. So. So, angekommen am Einsatzort. Aussteigen. Dann machen wir das Ganze mal. So. Zack, 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 zack. Ja, ja, ich gern die Pumpe, Kollege. Komm hier. Los geht's. Locker flockig. Ja, Multiplayer, wie gesagt, den werde ich mal testen mit dem guten Stefan. Werden wir mal gucken, ob das jetzt vielleicht wirklich funktioniert. Ich nehme das aber wahrscheinlich eher dann erstmal nicht auf. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze wirklich so gut funktioniert, wie sie das behaupten. Wenn es wirklich jetzt klappt, dann werde ich vielleicht auch mal eine Multiplayer-Runde aufnehmen mit dem Stefan. Weil ich glaube, das ist dann nochmal viel, viel interessanter und viel lustiger. Diese Fahrzeugrolltour hätte der Kollege jetzt auch machen können. Viel, viel interessanter auf jeden Fall. Ist auch ein ganz anderes Gefühl dann, wenn man dann vielleicht zu zweit, wirklich gescheit zu zweit an einem Einsatz arbeiten kann. Finde ich zumindest. Deswegen
jetzt erst einmal noch im Singleplayer. Und heute mal wieder mit Blinker. Sonst lasse ich die Blinker meistens weg. Achso, wir sind hier wieder fertig. Wir müssen jetzt wieder bereit auf einsatzbereit über Funk machen. Genau. Und jetzt fahren wir wieder zurück zur Feuerwehrwache. An der Tankstelle vorbei. Blinker an. Bäm. So. Dann sind wir mal gespannt. Ebenfalls gespannt bin ich auf ja, die neuen Zusatzmissionen, die noch kommen sollen. Also es soll ja mit dem WLF Missionen geben. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und aber muss einfach sagen, also auch wenn ich mich vielleicht ein bisschen wiederhole, ich muss trotzdem ein Lob einfach wieder an Quernetic abgeben, weil sie einfach dranbleiben. Das ist heutzutage leider nicht mehr so selbstverständlich von vielen Firmen, ne? Ich meine, wir können jetzt natürlich Notrufeinsatz 2 nicht mit einem, was weiß ich, einem AAA-Titel oder so vergleichen. Kann man nicht, wollen wir nicht. Wir können es auch nicht mit No Man's Sky zum Beispiel vergleichen, muss man auch vielleicht sagen. Aber No Man's Sky, ja, ist das beste Beispiel hier aktuell. Wie viele, viele andere, so ist es nicht. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber No Man's Sky ist ja immer noch so ein bisschen in aller Munde, muss man sagen. Und das ist ja eigentlich das beste Beispiel, ne? Jo, wir haben dann doch nichts mehr gemacht und haben dann irgendwie zwar doch jetzt ein Update rausgebracht, so wie ich das mitgekriegt habe. Aber wohl eher eins, wo zum Teil es bei manchen anscheinend noch viel schlimmer gemacht hat, manche Sachen. Also so eine unüberlegte Handlung, Verzweiflung, wir müssen schnell, schnell handeln oder so. Keine Ahnung. Das sind so Indie-Titel, ja? So unbekannte Titel wie Notruf 112, was wahrscheinlich wirklich nur die hartgesockenen Fans kennen, die sich damit wirklich beschäftigt haben oder die diese Titel wirklich interessiert, so Simulationstitel in dem Sinne. Da ist das dann, ne? Da ist das okay, sage ich mal. Hat der Handschuhe an? Das sieht so aus, als ob der die weißen Latex-Handschuhe anhat. Hey Kollege, hast du Handschuhe an? Ey, du bist voll blass, ey. Gehen wir zum Arzt. Hey, du bist voll blass. So, wir können mal speichern. Dass wir wieder einen Speicher. Oh, Spielstand gespeichert. Oh, oh. Oh. Ist ja Wahnsinn. Hat sich ja tatsächlich was getan. Steig mal hier ein. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch einen DLK-Einsatz bekommen. Das wäre auf jeden Fall nice, weil es hat sich ja da anscheinend etwas an der KI getan, beziehungsweise auch an der UI muss sich etwas getan haben. Das würde ich mir schon gerne mal anschauen. Oh, Kleinflächenbrand. Oh, schon wieder. Wir haben es heute also erstmal nur mit Kleinflächenbränden zu tun, aber es gehört auch dazu. Das gehört auch dazu. Einsatz für. Und so können wir auf jeden Fall auch mal ein paar Brände und Sachen wieder durchchecken, muss ich sagen. Zack. Auf Anfahrt sind wir. Ist der Kollege schon eingestiegen? Nee, der ist noch nicht eingestiegen, ne? Komm, Kollege, komm. Komm, komm. Put, 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 put. Entschuldigung. Nee, 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 nee. Wow. Und meinen Controller wollte ich mal anschließen. Stimmt, den wollte ich unbedingt mal anschließen, um mal zu testen, ob es funktioniert. Also es geht. Also hab schon gehört, dass es mit Controller super, super funktionieren soll. Kollege, soll das? Fahr da mal rechts ran, Mensch. Was ist mit euch los? Ich muss extra auf einem anderen Streifen fahren schon. Kommen wir hier schon wieder da lang. Ich wundere mich gerade, warum ich es nur auf einem Ohr höre. Ja, wenn nur ein Ohrhörer im Ohr ist, dann, ne? Logisch. Da brennt eine Parkbank. Aha, nebendran ist der Altpapiercontainer, oder was? Okay, hier haben wir einen Mülleimer, der nicht brennt, sondern nur die Parkbank. Okay. Was haben wir denn hier? Neptun. Besser als nichts.
Technik-Deal. Yeah, guck mal, da gibt es eine PS4, 3% Rabatt auf Technik. Yeah, wow, das ist ja der Wahnsinn. Die Bank eures Vertrauens. Ah ja, okay. Ey, was ist denn hier los? Was ist mit der KI los? Die ist ja echt, die ist ja top. Die ist ja top drauf. Was geht denn jetzt ab? Bin schon wieder fertig. Ich muss jetzt nicht noch extra an die Einbaupunkte gehen, weil das System jetzt wieder nicht erkennt. Ach komm, Alter. Hier, jetzt weißt du, willst du mich eigentlich verarschen, du dumm... Du KI. So. System, nicht KI, System. So, wir fahren zurück auf die Wache. Sehr schön, cool. Wir sind einsatzbereit über Funk natürlich und fahren zurück zur Wache. Ist das schön. Ah, herrlich. Das läuft ja heute wie am Schnürchen hier, muss ich ja sagen. Und der Blinker geht immer noch nicht automatisch zurück. Das ist ein bisschen traurig. Echt? Ein bisschen blöd. So. Kannst du froh sein, als ich abgebremst habe. Jetzt schleichst du hier rum wie sonst was, oder was? Gib mal ein bisschen Gummi. Und der zweite Einsatz auch schon abgewickelt und wir haben noch genug Zeit. Das ist ja heftig. Was ist denn hier heute los? So, zack. Und rückwärts einparken, meine Damen und Herren. Zack, zack, zack. Und wir sind auf Wache. Zack. Motor aus, aussteigen. Geht alles gleichzeitig heute. Sehr cool. Und der zweite Einsatz abgewickelt. War wieder nur ein Kleinflächenbrand, aber das ist nicht so schlimm. Die Entstehung des Kleinflächenbrandes gerade wäre wahrscheinlich viel lustiger gewesen. Da die Bank gebrannt hat und nicht der Mülleimer nebendran. Aber es ist okay. Es ist okay. Es ist okay, es ist okay. Soll ich etwas zu laut sein, dann, sorry. Ja, ich habe da wieder ein bisschen an den Reglern gespielt. Das letzte Mal, weil ich was anderes aufgenommen habe, beziehungsweise was anderes gemacht habe und deswegen musste ich ein bisschen an den Reglern spielen. Deswegen könnte es vielleicht etwas, ja, nicht so korrekt sein wie sonst immer, meine Damen und Herren. Das ist durchaus möglich. Jetzt warten wir auf den nächsten Einsatz. Und sonst hat sich, glaube ich, hier nichts getan auf der Wache, oder? Oh, Heimrauchmelder ausgelöst. Ja, wir brauchen ihn aber nicht. Es ist ja eh wieder nix. Achtung. Diese Einsätze sind ja eh wieder nix. Nix sind sie. ELW, LF24. Jo. DLK 2312. Was, die wandern oder was? DLF 1. RTW 1. Let's start the engine. Let's start. Kaboom. So, Kollege ist eingestiegen. Wir fahren. Hat wohl einen Durchhänger, der Kollege. So, Blinker setzen. Es geht in die Kurve. Ich hätte nicht anders da fahren können. Kaboom. So.
Wir sind natürlich am Einsatzort eingetroffen. Warten jetzt auf den Rettungswagen wahrscheinlich noch. Da kommt er auch schon, sehr schön. Ich muss mir angewöhnen, mich richtig gerade hinzusetzen. Das ist auch so eine schlimme Sache bei mir. Gerade sitzen. So, kann ich mich vielleicht trotzdem mal auf die Drehleiter setzen, um herauszufinden einfach, weil sie ist ja offiziell beim Einsatz, oder? Oh ja. Ich muss wahrscheinlich sie erst einmal hier ausfahren. Ich kann jetzt nicht mehr fahren, schade. Egal, müssen wir mal gucken, ob wir einen DLK-Einsatz bekommen. Wäre auf jeden Fall super, dann könnten wir das nämlich mal rausfinden. Mich würde es auf jeden Fall... Was ist das für eine Taste? Achso. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Also nicht die Tab-Taste, sondern die andere unten drunter. Na, war natürlich wieder nix, ne? Ist er klar? Ach komm. Wie immer. Ist ja, ich meine, es ist ja gut, dass es kein Einsatz war im Endeffekt jetzt, ja? So gesehen muss man einfach sagen, es ist ja wirklich gut, dass es nichts war. Aber es ist ärgerlich. Es ist ärgerlich, dass du einen Heimrauchmelder hast mal. Und dann halt auch mal nichts ist, was ja gut ist, aber trotzdem. Ich finde, es könnte halt schon auch mal was sein. Meine Meinung. Schleichtempo. Ich hoffe, das fixen sie auch noch irgendwann. Das ist nämlich auch nervig. Motor aus und ausgestiegen. Sehr schön. So muss es sein. Der letzte kommt auch noch. Ja, meine Damen und Herren. Dann haben wir den Einsatz beendet und ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal fürs Zuschauen, denn die erste Folge ist dann rum im Patch Nummer 8. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Den Stream, den werde ich bestimmt auch noch hochladen. Der wird dann einfach spontan irgendwie mal hochgeladen werden. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Notruf 112 wieder. Macht's gut. Euer Nightghost. Ciao.